Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem Sonntagsimpuls. Heute feiern wir den Dreifaltigkeitssonntag. Das Thema an diesem Tag lautet: Die Dreifaltigkeit Gottes. Das bedeutet, mehr Gott geht gar nicht. Um es besser verständlich zu machen, sehen wir heute einen kleinen Teil aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, am Sonntag nach Pfingsten wird in der Kirche der Dreifaltigkeitssonntag gefeiert. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So beginnt fast jedes Gebet. So beginnt jeder Gottesdienst. Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit, Gott in drei Personen. Wer soll das verstehen? Dreifaltigkeit kann man nicht vollständig erklären. Am Ende einer schlechten Prüfung fragte der Professor den Theologiestudent: Können Sie wenigstens die Dreifaltigkeit erklären? Da strahlte der Student und meinte: Ja, wenigstens das kann ich. Also, die Dreifaltigkeit kann man so erklären. Da unterbricht ihn der Professor und sagt: Tut mir leid, Sie sind durchgefallen. Die Dreifaltigkeit kann niemand erklären. Hier ist es auf den Punkt gebracht. Das Wesen dieses Gottes in drei Personen. Wie soll man das erklären? Das Wesen des dreifaltigen Gottes ist es, zu retten und zu heilen. Er war Menschensohn, damit dieser eine Gott für uns eine Gestalt bekommt, unter der wir uns etwas vorstellen können. Er ist
auch der Heilige Geist. Jene Geisteskraft, die Mut und Zuversicht schenkt. Wir feiern heute einen höchst erfinderischen Gott, der sich alle Mühe gibt, uns zu erreichen. Das heutige Fest ist ein Lobpreis Gottes. Ein Lobpreis des Ja-Sagens zu dem Unbegreiflichen. Gott zu loben, zu ehren und zu preisen bedeutet, uns zu ihm zu bekennen. Wir Christen glauben, dass wir in der Taufe ein Siegel erhalten haben. Es ist die Liebe Gottes, die unser Vertrauen und unsere Kraft ist. Die Liebe Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Halten wir dieses Siegel in Ehren. Eine kleine Geschichte über das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Was ist ein Aquarium? So fragte ein Fisch einen anderen, die beiden im gleichen Aquarium herumschwammen. Ein Aquarium ist das, wo wir schwimmen, unser Lebensraum. Ach was, ich habe noch nie ein Aquarium gesehen, sagte der andere Fisch. Aber du kennst die drei Dimensionen unseres Lebensraums. Die Länge, die Breite und die Tiefe. Und alle drei Dimensionen zusammen bilden unseren Lebensraum, eben das Aquarium. Für den Fisch ist es unfassbar, dass er in einem Aquarium lebt. Er kann die Größe nicht erfassen, nicht erkennen. Es bleibt für ihn ein Geheimnis. Auch wir leben in einer Wirklichkeit, die wir als Ganzes nicht erfassen. Es ist die Dreieinigkeit Gottes. Wir können die Wirklichkeit doch nur in Bruchstücken erfassen. Zum Beispiel, was in unserem Leben Länge, Breite und Tiefe sein könnte. Jesus gibt uns die Länge vor, die Art, wie er gelebt hat. Das könnte das Längenmaß sein. Der Heilige Geist ist sicher der schwierigste Teil dieser Dreieinigkeit. Doch wenn wir den Heiligen Geist ansehen als Geschenk, als Verbindung miteinander, dann könnte er die Breite in unserem Leben sein. Tiefe und Halt bekommt unser Leben von Gott, dem Vater. Lasst uns am Schluss bewusst das Kreuzzeichen machen und den dreifaltigen Gott anrufen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Der Zahnarzt sagt zum Patienten: Du meine Güte, haben Sie ein großes Loch im Zahn? Loch im Zahn? Loch im Zahn? Darauf meinte der Patient: Das müssen Sie doch nicht dreimal sagen. Und der Zahnarzt antwortet: Das war gar nicht ich, sondern das Echo.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss!